Nerds, meine lieben Gentle Nerds, wir begrüßen euch wieder zu Spieltag 4 und 5 des Schrottcups. Jawohl, 4 und 5 stehen an, aber Otto, wenn wir sagen 4 und 5, wo sind denn Spieltag 1 bis 3? Die findet ihr jetzt unten in der Videobeschreibung und wie immer bekommt ihr jetzt einen kurzen Moment Zeit, falls ihr noch keins gesehen habt. Was ich nicht hoffe, dass das der Fall ist, weil sonst ergibt das ja alles gar keinen Sinn. Könnt ihr jetzt unten draufklicken, da steht dann Spieltag 1, da könnt ihr dann draufklicken. Oder wenn ihr 2 und 3 noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt unten draufklicken und Spieltag 2 und 3 nachholen. Dafür habt ihr jetzt wieder einen kleinen Moment Zeit. Kleinen Moment in dieser Zeit. Ich bin wieder top vorbereitet. Moment kurz. Habt ihr schon? Nein? Ei. Ja, ihr kriegt jetzt nochmal einen kurzen Moment Zeit. 32 Sekunden, um genau zu sein. So, und wer es jetzt noch nicht gemacht hat, der ist selber schuld. Wir gehen heute etwas schneller durch das ganze Prozedere, aber bevor wir schnell durchs ganze Prozedere gehen, kommen wir jetzt erstmal dazu, was der Schnappi euch zu sagen hat. Ja, denn ich hatte euch beim letzten Mal angekündigt, ich erkläre euch, wie wir die K.O.-Phase machen. Und zwar folgendes: Wir haben 10 Teams. Wie macht man denn dann eine K.O.-Phase? Das ist ganz einfach. Und zwar werden die ersten 8 weiterkommen und werden das Viertelfinale spielen. Ja, wir werden quasi in ein Viertelfinale gehen und da werden wir dann sehen, wer sich dann den Sieg holt. Das heißt, jeder gegen jeden in der Gruppenphase. Die K.O.-Phase wird 3 spielen: Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Das ist das. Und ihr seht noch die Tabelle über uns vom letzten Mal. Die Cyclones und die Bolts führen, 3 von 3 Spielen gewonnen. Dann die Rockets, die Commons, die Crowns mit jeweils 6. Dann die Spikes mit 4. Die Warriors mit 3. Die Scramblers mit 1. Und aktuell draus die Magic Cannons und die Charms. Da wir aber noch 6 Spiele zu spielen haben, haben wir noch viel Zeit. Und wir gucken heute zu Spieltag Nummer 4. Und da sind folgende Spiele. Und zwar die gibt's nichts zu sehen. Ja, wenn etwas macht, ich erkläre es euch einfach. Die Crowns gegen die Balls, die Charms gegen die Comets, die Cyclones gegen die Megacans, die Rockets gegen die Scramblers und die Spikes gegen die Warriors. Jawohl, ja. Das heißt, Otto darf gegen die Spikes spielen und ich darf gegen die Bolts spielen. Das heißt, ich habe eine sehr unangenehme Aufgabe. Otto mit den Spikes haben wir noch nicht gesehen bisher. Mal gucken, was es kommt. Aber Otto fängt jetzt auch damit an. Los geht's, die Willefahrt. Einmal kurz hier rein. Oh, ihr seht noch das hier. Das muss weg. So. Gebt dem Schnappi einmal schon mal die Teamkonstellation hier zu sehen. Jawohl. Ja, Otto. Genau. Fängt an. Und die Seite wechseln fällt mir gerade ein. Ja. Gut, der glaube ich jetzt auch nicht so schlimm, aber mach mal. Wir fangen an bei Otto mit den Warriors. Yoshi als Teamkapitän. Dann Shy Guy. Dann Toad. Und dann Bowser. Das ist sein Team. Und die Spikes. Angeführt von Birdo. Weiter geht's mit Toad. Darauf folgt Rosalina.
Und weiter geht's mit Luigi. Ja, das sind die Teams. Wir müssen gerade mal gucken. Wir haben jetzt die... Spikes sind auf der anderen Seite. Also die Spikes sind auf der anderen Seite, das heißt, das geht super. Die Warriors in den grünen Trikots gegen die Spikes in den lila Trikots. Otto, deine letzten Worte vor dem Spiel? Es geht los, die wilde Fahrt. Es gibt keine letzten Worte. Bis gleich. Ich bin weg. Tschüss. Ja, Otto unter Zugzwang. Denn er muss so langsam wie mal wieder gewinnen. Sonst wird es echt eng mit dem Viertelfinale. Auch wenn er aktuell zwei Teams hat, die noch nichts gewonnen haben. Aber, ja, so langsam wäre ein Sieg mal gut. Denn die Platzierung entscheidet, über wen man im Viertelfinale trifft. Die Fans, wieder freie Vorfreude am vierten Spieltag. Und ich bin gespannt. Kann Otto sich erholen nach den, ja, zwei Niederlagen in Folge? Mal gucken. Auf jeden Fall kommt da Yoshi wieder gut gelaunt raus, motiviert raus. Sie wollen das Ding gewinnen. Und dann kommt der Birdo. Legt noch einen Tanz aus Parkett. Zwinkert uns noch zu. Like Thomas Müller. Und los geht's. 4 Minuten, vierter Spieltag, los geht's. Und direkt kommen die Spikes mit Toad, mit Birdo. Und der Torwart hält. Nachschuss, nochmal Torwart. Und jetzt vielleicht mal die Möglichkeit zu kontern. Eine Führung wäre relativ gut. Scheiger über rechts. Der Schuss gehalten mit Latte. Toad liegt drüber. Aber abgewehrt. Noch nicht viel passiert. Birdo schießt. Aber auch hier wieder der Torwart sicher. Yoshi wird weggeboxt. Deswegen aber... Baut euch den Ball. Toad. Yoshi schießt. Gehalten. Ja, wilde Anfangsphase. Und Toad marschiert durch. Dort der Torwart hält. Nachschuss. Tor. 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 Die Spikes gehen in Führung. Und schon wieder ist es ein Rückstand für die Warriors. Der Schuss ist gut gehalten. Bowser ist zu langsam. Nein, wird... Fälscht den Schuss ab. Erst ist er zu langsam, wird dann von Toad abgeschossen, sodass der Ball, ja, ins Tor gelenkt wird. Ein Eigentor. Eine bittere Kirsche für Otto. Wie reagiert er? Mittlerweile hat der Rückstand ein gewohntes Bild. Aber trotzdem. Ich traue ihm hier das noch zu. Hier der nächste Schuss von Shy Guy. Geht daneben. Und das ist wieder die nächste Chance für Toad. Für die Spikes. Daneben. Der Powershot ist geladen. Wird aber geblockt. Bowser holt sich den Ball zurück. Langer Ball nach vorne. Der Schuss. Pardon. Wird geblockt. Oh, kurz noch der Powershot. Schafft er nicht mehr. Rübergelegt. Yoshi schießt. Gehalten. Und so langsam muss ein Tor fallen. Nach 2,5 Minuten. Aber es ist ein ganz schwieriges Spiel. Auch wieder für Otto. Doch Bowser legt sich bei euch. Schießt. Der Torwart hält den Ball gerade so noch fest. Dann der Ballverlust von den Spikes, die sich den Ball aber wiederholen. Doch auch die Warriors kämpfen das. Scheigeil. Scheigeil, der wird doch nicht. Nein, wird er nicht. Hälfte ist um. Und der Powershot ist geladen bei den Spikes. Der ist geladen. Die werden doch nicht. Nein, werden sie erstmal nicht. Jetzt kommt nämlich erstmal die Warriors mit Shy Guy, mit Toad. Und gehalten. Der nächste Schuss von den Spikes, aber auch der Torwart hält ihn. Yoshi legt den Ball zurecht auf Shy Guy, auf Toad, aber auch wieder gehalten. Ja, Otto, brauchst du langsam mal einen Schuss, der ins Tor geht, nicht aufs Tor. Aber gerade tanzt Birdo mit dem Ball auf den Nase, spielt zu Rosalina. Aber auch da gehalten. Rosa legt sich den Ball zurecht, schießt erstmal den armen Toad ab. Doch die Flanke ist gut. Der Schuss ist traumhaft. Doch der Torwart ist besser. Er hält. Der nächste Schuss, die Latte verhindert. Jetzt kommt noch Pech dazu. Und jetzt kommt der... Die Spikes mit Traum. Kommen sie doch nicht. Scheiger legt rüber. Yoshi, Tor! Tor! Otto ist zurück im Spiel. Bowser holt rechts den Ball, spielt in die Linie lang auf Shy Guy.
Der flankt und Yoshi mit dem Volley zum 1:1. Und ich glaube, einen Punkt würde Otto auch mitnehmen. Aber er will natürlich mehr. Der holt sich nämlich direkt den Anschluss von Birdo. Er dribbelt sich durch. Er schießt. Ist das der Doppelschlag? Der erste Schuss gehalten. Der zweite Schuss gehalten. Der dritte Schuss gehalten. Das gibt es nicht, Otto. Und dann Birdo. Das kannst du dir nicht ausmalen. Die Dreifachchance für Otto. Und dann Birdo schaltet Bowser aus. Legt den. Und dann schießt sie über den Torwart hinweg. 2:1. Und das ist so, so bitter. Das ist bitter und tut in meiner Seele selbst weh. Doch Otto gibt nicht auf. Steige auf Yoshi. Der verliert den Ball an Toad. Rosalina. Doch Toad rettet. Was geht noch für Otto? Zumindest sich ins Golden Goal retten. Irgendwie. Der Powerschuss ist aktiv. 30 Sekunden noch. Das ist ein verdammt enges Ding. Was geht noch? Schalke, komm. Er nimmt den Powerschuss auf. Trifft beides nicht. Otto glaubt nicht dran. Doch, was passiert? Eine der letzten Möglichkeiten für Otto. Wird der Siegtreffer eventuell? Und. Der Torwart hält. Letzten Sekunden laufen. Es sieht nach einer Niederlage aus. Oder kommt noch was? Bowser schießt. Geblockt. Und noch ein Schuss. Der wäre drin gewesen. Und der abgefälschte Ball geht rein. Aber die Zeit war um. Es zählt nicht. Es zählt nicht. Es zählt nicht. Das kannst du dir nicht ausmalen. Ich kann das nicht in Worte fassen, was hier gerade zu sehen war. Das ist unbelievable. Otto, deine Meinung dazu? Scheiße gelaufen ist, Alter. Scheiße gelaufen. Ah, was ein Schmutz. Ja, Statistik zeigt, oh, es wäre so viel mehr drin gewesen. Es wäre so viel mehr drin gewesen. Aber der Torwart und ja, das Spielglück hatten was dagegen. Somit gewinnen die Spikes 2:1 gegen die Warriors. Ich kann nichts mehr sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann sag ich jetzt, wir gehen weiter zum nächsten Matchup. Vom lieben Schnappi. Und? Was? Gegen die Bulls. Die Bulls. Wir sehen uns nach einer kurzen Werbeunterbrechung wieder. Tschüss. So, meine lieben Damen und Herren, wir sind wieder da. Ich hoffe... Oh, ich bin ein bisschen aus dem Bild raus. Entschuldigung. So, ich lasse mein Mikro direkt gemutet. Ich übergebe einfach das Wort an Otto. Alles klar, dann machen wir das so. Der Schnappi ist weg und wir gehen die Teamkombination durch. Schnappi, wie gewohnt, mit seinem Standardteam aus der Familie Mario und Luigi. Oh yeah. Dazu kommt der kleine süße Begleiter Toad. Und wer den Film geguckt hat, der Racer Donkey Kong. So, dann geht es weiter mit den Balls, angeführt von Peach. Peach wird hier begleitet von Bowser Jr. Mutter Rosalinde darf natürlich auch nicht fehlen. Nicht Rosalinde, natürlich Rosalina. Und Daisy dann als dritte Frau hier im Team. So, jetzt kommen wir nämlich zu dem Problem, über das wir gesprochen haben. Die Bowls werden hier vertreten als Stand-in von den Charms. Genau, einmal die Charms. Hä? Ach ja,
Wir melden uns nach einer Kurzwerbeunterbrechung wieder, weil die Charms spielt ja gar nicht. So, wir sind wieder da. Und Schnappi startet direkt den Countdown. Es geht los. Die letzten Vorbereitungen im Stadion werden getroffen. Und wir begrüßen euch wieder in Lavaschloss zum Spiel Bowls gegen Charms, Bowls gegen Crowns. Und es bleibt abzuwarten, wie das hier heute endet. Kann er den Loose aus vom letzten Spieltag wieder rausholen? Oder wird es jetzt eine Niederlagsserie geben? Mario hier gegen seine geliebte Frau und seine Schwiegermutter. Und es geht los. Hier mit dem schnellen Anstoß in Richtung Crowns Tor. Aber da kann der Torhüter, der sagt sich da, das macht mir gar nichts, ich halte das alles auf. Hier mit der weiten Flanke nach vorne. Aber auch da der Torhüter im Weg. Jetzt Bowser Jr. hier vom Tor. Versucht es. Aber wird unterbrochen. Jetzt hier wieder mit dem Gegenversuch. Torhüter am Boden, aber die Bowls können hier das Schlimmste verhindern. Ein reges Hin und Her, gerade hauptsächlich an der Mittellinie. Jetzt hier wieder vor dem Tor der Crowns. Ja, kein Problem. Powershot ist auf dem Feld und die Bowls können sich den holen, verwenden ihn aber nicht, bis jetzt. Er muss jetzt natürlich auch Schnappi versuchen, hier die Möglichkeit niedrig zu halten, dass sie ihn überhaupt verwenden können. Lange hält er nicht mehr. Ballverlust, aber sehr weit in der gegnerischen Hälfte und somit keine Chance, den Powershot zu verwenden. Mit dem direkten Abschluss hier versucht Peach das erste Tor des Tages zu machen. Kommt aber nicht weit. Oh, da stand leider keiner, der den Ball hätte dann annehmen und verwandeln können. Somit weiterhin ein 0:0. Jetzt Mario hier direkt vorm Tor. Wieder selbe Situation mit dem Abpraller vom Torhüter. Aber keiner, der den Ball versenken kann. Jetzt mit der Flanke und dem Fallrückzieher. Aber auch da wieder, der Torhüter ist einfach wie eine Wand vor dem Tor gerade. So, der Powershot diesmal für die Crowns gesammelt. Und da ist das 1:0 mit dem einfachen aufgeladenen Schuss hier vor dem Tor der Crowns. Schnappi ärgert sich natürlich sehr. Aber noch ist alles drin. Es ist noch genügend Spielzeit. Hier sieht man es einfach links am Torhüter vorbei. So, aber der aufgeladene Powershot ist noch da. Ja, aber er verteidigt ihn nicht mit seinen Items. Dadurch kann Peach ihn hier unterbrechen. Jetzt hier versucht das auch mit einem einfachen aufgeladenen Schuss. Ah, schön von der Hacke aus nach drüben. Aber auch hier der Torhüter lässt nichts zu. Hier wird sich nichts geschenkt. Peach versucht es aus der Ecke raus. Powershot wieder auf Seiten der Crowns aufgeladen. Aber keine Items, um zu verteidigen. Jetzt viel Platz für Donkey Kong. Rosalina kommt noch angeflogen. Rechtzeitig jetzt getroffen. Es bleibt abzuwarten. Schnappi sagt, er trifft nicht. Hier der Volleyball-ähnliche Aufschlag. Und dann vom Auftor. Aber der geht nicht rein. Torhüter am Boden, aber es kann nichts verwandelt werden, weil die Balls sich direkt den Ball geschnappt haben. Jetzt hier Toad am
Schlag kommt aber nicht weit. Daisy holt sich den Ball, Toad holt ihn sich zurück. Versucht es nochmal. Donkey Kong jagt sich hier fast selber noch in die Luft. Bowser jetzt hier mit dem Powershot. Ah, da hat Bowser Jr. ihn angetäuscht. 30 Sekunden verbleibend, um auszugleichen und aufs Golden Goal zu hoffen. Aber das wird nichts. 20 Sekunden. Der schnelle Versuch noch nach vorne zu kommen. Fruchtet nicht. Peach jetzt am Ball. Und mit dem Nachschuss noch aufs 2:0 verlängert. Und das bedeutet, 13 Sekunden bleiben über. Aber Schnappi sieht schwarz, dass er das noch für sich entscheiden kann. Hier erster Schuss und dann mit dem Nachschuss. Inse Winkel, Inse rein. Und jetzt hier noch der Versuch, wenigstens das 2:1 für die Tordifferenz rauszuholen. Aber der Torhüter steht da. Der steht da. Und das war's. 2:0. Hier heute verloren. Und wir fragen Schnappi, was er dazu sagt. Wer das Spiel gesehen hat, weiß, was los war. Also von daher, no words needed. Du kannst dir das Mikrofon auch einfach rüberziehen, ne? Also, dann musst du dich nicht aus dem Bild rauslehnen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? Finde ich auch. Ah. Und der Ballbesitz hat für Schnappi gesprochen. Die Pässe haben für Schnappi gesprochen, aber... Es war ein ausgeglichenes Spiel. So ist es nicht. Aber 2:0 ist hoch. Da macht man nichts. Bleibt abzuwarten, was in den nächsten Spieltagen passiert und ob wir es in die K.O.-Runde überhaupt schaffen oder ob wir halt hier als Platz 9 und 10 rausgehen. Perfekt, lass das Glas um. Ja, ja. Freunde, wir erholen uns kurz und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir die Ergebnisse ausgelost haben. Genau. Und was dann die Tabelle sagt. Bis gleich. Bis gleich, meine Freunde. So, Ladies und Gentlemen, meine lieben Otto-Normalverbraucher und 0815er da draußen und natürlich auch an die ganzen Baby-Krokodile aus dem Nil, die hier rüber geschwommen sind vom Schnappulus Baktus. Wir sind jetzt hier in der Auswertung des heutigen Spieltags inklusive der Auswertung der Tabelle. Und der gute Schnappi, unser Fußballkorrespondent, wird euch einmal erklären, was das alles zu bedeuten hat. Jawohl, wir gehen erstmal die Spieltage durch. Die Crowns, meine Wenigkeit, verlieren 0:2 gegen die Bolts. Die Charms verlieren 1:3 gegen die Comets. Die Cyclones weiter auf voller Spur. 6:0 gegen die Magicans. Rockets gegen Scramblers, torreiches Spiel 9:6. Und die Spikes gewinnen in einem skandalträchtigen Spiel 2:1 gegen Warriors gegen Otto. Das hat folgende Auswirkungen auf die Tabelle. Zu Clowns und Bolts weiterhin mit 12 Punkten ohne Niederlage, 4 Spiele, 4 Siege. Da die Rockets und Cornets 9 Punkte jeweils. Dann die einzige Änderung, die Spikes kommen vor auf Platz 5 und meine Crowns gehen runter auf Platz 6. Otto mit seinen Warriors auf Platz 7 mit 3 Punkten, Scramblers auf Platz 8 mit 1 Punkt und die Schlusslichter sind die Magicans und die Charms mit 0 Punkten. Jawohl, und das war's ja auch schon wieder für heute, ne? Hä? Also für den Spieltag. Achso, ja. Nicht fürs Video. Für den Spieltag. Für Spieltag 4 war es das natürlich. Wir haben noch 5 Spieltage vor uns. Und apropos 5, denn der 5. Spieltag kommt ja jetzt auch noch. Genau. Und das bereiten wir jetzt alles vor. Wir freuen uns, wenn ihr dranbleibt und sehen uns nach einer ganz kurzen Werbeunterbrechung. Tschüss. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Spieltag Nummer 5. Des Schrottcups. Des ersten Schrottcups seiner Art. Und der gute Schnappi wird euch heute unsere Matchups vorstellen. Jawohl, Spieltag 5 steht an. Otto und Schnappi beide mit dem Rücken zur Wand geführt. Noch drin. Aber jetzt kommt. Die Charms spielen gegen die Crowns. Ja, also eigentlich müsste dann Sieg für die Schnappi kommen, denn die Crowns haben, die Charms haben noch keinen Sieg. 0 Punkte. Dann haben wir das Spitzenduell. Cyclones gegen Bolts, beide noch ungeschlagen. Dann haben wir die Cornets gegen die Scramblers, die Spikes gegen die Megacans und Otto mit seinen Warriors mit einer schwierigen Aufgabe. Sie fahren zum Drittplatzierten, die Rockets. Jawohl.
wollen wir mal die Teams zusammenstellen, meine lieben Damen und Herren. Jetzt kann losgehen. So. Otto spielt bekanntlich mit Yoshi als Teamkapitän. Dann Shy Guy auf Platz 2. Auf dem dritten Platz im Team, den hat sich Bowser gesichert. Und dann Toad. Bei den Rockets Rosalina als Capitano. Dann kommt Bowser. Dann Donkey Kong. Und dann noch Toad. So, und auch hier müssen wir wieder mit was arbeiten, denn sowohl die Rockets als auch die Warriors sind auf einer Seite. Deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn wir alles bearbeitet haben. Bis gleich. Weiter geht's in der wilden Fahrt und ich habe den Spaß jetzt gegen die Rockets zu spielen. Deine letzten Worte noch. Will ich mehr. Du musst mich mal gleich, ne? Ja. Aber es führt kein Weg dran vorbei und es geht los. Wo mache ich das? Da, wo Mute steht. Ach, da. Ja. Ja, bis gleich. So, los geht's zum Spieltag 5. Die Warriors gegen die Rockets. Ich hatte schon gerade das kurz vergessen. Aber Freunde, es wird ein spannendes Spiel. Spieltag 5. Für Otto wird es langsam heikel. Er muss so langsam gewinnen. Aber das weiß er auch. Und Yoshi, sein Teamkapitän, weiß das auch. Nicht, dass Yoshi noch an seinem Trainerstuhl sägt. Aber auch Rosalina weiß das mit den Rockets. Sie stehen gut auf Platz 3. Mal gucken, was da so rauskommt. Los geht's. Matchup Nummer 5. Für die Warriors gegen die Rockets. Und die Rockets kommen gleich mal doch. Yoshi macht das gut. Doch Bowser! Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist der frühe Treffer von Bowser. Und das ist ein ganz schlimmer Torwartfehler. Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Haut Yoshi weg und der Schuss. Und der Torwart flach ins untere Eck. Kurze untere Eck. Schwierig, schwierig, schwierig. 1-0 für die Rockets. Das ist ein ganz schlimmer Start. Die Rockets haben bisher nur ein Spiel verloren. Und das war gegen die Crowns von Schnappi. Und jetzt kommen sie, die Warriors. Bowser mit der Riesenchance. Aber am Torwart gescheitert. Bowser haut Bowser weg. Bowser spielt auch Shy Guy. Wird der Torwart hält. Was passiert? Bowser holt sich gut den Ball, schießt und abgefälscht. Doch der Torwart hält. Eine ganz, ganz schwierige Situation für Otto jetzt. Er weiß, er muss gewinnen, er darf aber auch nicht zu viel riskieren. Toad sieht Rosalina, der Torwart hält. Rosalina, der Torwart hält wieder. Und Shy Guy hat den Ball. Der Powershot ist geladen, aber er hat keine Items zum Verteidigen. Das ist doof, aber Bowser ist da und verteidigt. Jetzt aber. Bowser wird beim Schuss geblockt. Das ist natürlich ganz doof, der Powershot ist weg. Aber auch das geht vorbei, es ist ein wildes Hin und Her und Rosalina schießt. Doch der Torwart hält sicher. Und das ist die nächste Chance, Torwart und Latte verhindern den Ausgleich von Yoshi. Und Rosalina mit Schuss 1 gehalten. Und Schuss 2 dem Tor 0-2. Ich hatte nichts gesagt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es was wird. Aber Rosalina überzeugt mich des Besseren. 0-2. Der erste Schuss. Bowser kommt zu spät. Der Torwart wehrt nur nach vorne ab. Rosalina ist schneller als Toad und Bowser. Und dann der Nachschuss sitzt. 0-2. Aus der Sicht von Otto. Und jetzt wird's ganz schwer. Das wird eine Hausmarke. Das aufzuholen.
Toad. Der Torwart hält den Ball. Und jetzt die Rockets können mit dem eventuellen 0-3, was jetzt kommen könnte, die Vollentscheidung machen. Bowser schießt, gehalten. Noch ein Schuss. Und es steht 0-0-3. Und Otto will was sagen. Können wir kurz drüber reden, wie Toad einfach vor Bowser steht und nichts macht? Er steht da so, ja, chill. Ja, in diesem Satz merkt man die Wut, die Verzweiflung und die Angefressenheit rein, der Schuss. Ja, geht in den Winkel rein. 3-0. Was? Eine verdammt schwierige Aufgabe jetzt. Und der Schuss wird geblockt und Yoshi reagiert nicht. Er reagiert nicht. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Oh. Oh Mann. 0-4. Das ist gerade eine Beseitigung, eine Demütigung, eine Demontage. Langer Ball auf Rosalina und die vollendet per Volley in den Winkel. 0-4. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll. Otto's not amused und ich bin schockiert. Aber der Hyperschuss ist noch online. So, und jetzt ist Platz da. Jetzt ist Platz da. Trifft er. Er trifft. Das muss es doch sein. Das muss das sein. Dann gibt es 2 Tore. Und dann steht es 2-4. Und dann ist es doch möglich. Es ist die letzte Chance für Otto, in diesem Spiel zurückzukommen. Und es ist das Tor. Der Hyperschuss ist perfekt. Der ist perfekt. 2-4. Und Rosalina versteht die Welt nicht mehr. Kommt selbst zu spät. Und der ist so perfekt. Der Torwart kann nichts machen. 2-4. Ja, da muss Otto erstmal sein Video speichern. Und jetzt ist er natürlich die... Da ist er wieder. Der Kampfesmut. Ist es das Comeback? Shy Guy. Torwart hält. Und Yoshi. Das muss es sein. Ist es nicht. Shy Guy schießt. Geblockt. Nochmal Shy Guy. Nochmal. Und das ist das 3-4. Das ist das 3-4. Ist es das Comeback des Jahres? Das darfst du keinem erzählen, was hier passiert. Mit 0-4 war Otto schon weg. Der war weg. Der war tot. Nix. Aber dann kommt ein Hypershot. Und jetzt der Doppelschlag noch mit dem Shot von Shy Guy. 3-4. Da ist er wieder. Und holt wieder den Ball. Das kann nicht sein. Der wird doch nicht. Der wird doch nicht. Und jetzt wird es nochmal gefährlich. Die Rockets hatten einen Powershot. Doch Bowser. Oh, wieder gescheitert. Letzte Minute. Eine Minute noch. Toad hat Platz für einen Powershot. Aber er wird geblockt von Toad. Er muss rüberlegen. Er schießt selber. Und hält. Der Powershot ist vorbei. Glück. Gut gemacht von Warriors von Otto. Toad kommt. Schwitzt Rosalina. Die wird doch nicht schon wieder. Schuss geblockt. Schuss Tor. 3-5. Die Teamkapitänin sorgt für den Schock von Otto. Der Schuss gehalten vom Torwart, aber er ist nicht schnell genug da. Und der Nachschuss, der sitzt. 3-5. Aber ein Hypershot und Otto hat das Golden Goal. Shy Guy kommt. Yoshi kommt. Gehalten. Und der zumindest wird den Hype-Punkt zu kriegen. Jetzt aber 30 Sekunden noch. Sie müssen den Hyperschutz nutzen. Der Hyperschuss ist das Gefährliche. Und die Banane blockt sie. Das kann nicht sein. Der normale Schuss wird gehalten. Shy Guy kommt nicht ran. Und das könnte es gewesen sein. War es das? Ich glaube, das war es. 10 Sekunden noch. Und ich glaube, das war's. Ja, ich lege mich jetzt weit aus dem Fenster. Das war's. Rosalina schießt nochmal. Die kriegen den Powershot. Scheitert 2-mal am Torwart. Scheitert 3-mal am Torwart. Und das war's. 5-3 für die Rockets. Was ein Spiel. 0-4, dann 3-4. Und dann setzt Rosalina es auf. Otto, dein Kommentar dazu. Schmutz. Das ist doch alles Schmutz. Was hast du zu deinem Torwart? Ist gefeuert. Ah, scheiße. Er wird fristlos gekündigt, wird er.
kann alles nicht sein. Also da kämpfst du dich schon zurück aus dem 4-0. Und dann ballern die da so ein Brett rein noch. Vor allem zwei oder drei Abpraller-Tore, ne? Ja. Ich bin da nicht hinterhergekommen einfach. Mein Team, was mir auf jeden Fall klar wird, mein Team hat nicht genug Tempo drauf. Bin nicht hinterhergekommen teilweise einfach. Tja, aber was hat die Statistik? Ich möchte vorher noch sagen, mein King des Spiels, mein MVP ist trotzdem Beigeil. Wegen dem Powershot. Nee, Powershot war doch tot. Ach ja. Der Hypershot war von Scheigeil. Nein, der Hypershot war von tot. Schreibt's in die Kommentare. Ich habe auch einen mit Scheigeil gemacht. Der war das Tor. Nein. Doch. Der war von tot. Wir werden es sehen. Der ist nämlich unter dem Boden durch und dann rein da. Auf jeden Fall 3-5. Die Statistik. Ausgeglichenes Spiel. Leichte Vorteile, aber dann doch bei den Rockets. Ein Tor hätte man eventuell unterschreiben können, aber auch ein Unentschieden wäre hier nicht unverdient gewesen. Aber auf jeden Fall gibt es das hier nicht. Ja, Otto steht damit weiter mit dem Rücken zur Wand. Es wird sehr schwer, was hier noch zu sehen ist. Otto auf Platz 7. Wirkt sich das eventuell gleich verändern? Wird eventuell abrutschen auf die Absteigerliste? Und was macht Schnappi gleich gegen die punktlosen Charms bisher? Das seht ihr gleich nach der Werbung. Bis gleich. Mein RTL. Dö, 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 dö. Mein RTL. Gott, das kann ganz, ganz böse in meinen Ohren. Egal. Wir gehen rein in die Bücher. Es wird gespielt. Ja, ist ja gut. Charms gegen die Crowns. Gewohntermaßen. Hier die Crowns mit Mario, Luigi, Toad und Donkey Kong, das kennen wir jetzt mittlerweile Nein. schon. Da wollte er kurz cheaten. Da wollte er kurz cheaten. Ja, ja. Mal austauschen. Ja, vor allem mit Ausrüstung noch direkt dazu, ne? Ja, ja, ja. War genau der Plan. So, gespielt wird gegen die Charms. Charms werden angeführt von Luigi. Der wird begleitet von seinem Bruder Mario. Unterstützt durch Schwiegermutter Rosalina und dann Toad noch dazu. Also sehr, sehr ähnliches Team. Nur Rosalina statt Donkey Kong. So, jetzt hier die Crowns im Lavaschloss gegen die Charms. Ebenso wahrscheinlich so. Im Lavaschloss, so wie ich ihn kenne. Letzte Worte von mir. Viel Spaß euch. Ich hole mir jetzt die nächsten 3 Punkte. Alles klar. Das ist seine Ansage und wir schauen, ob er der Ansage Taten folgen lassen kann oder ob er auch scheitert wie ich. So, die Plattformen werden zusammengefügt. Das Stadion ist randgefüllt. Wir kennen es nicht anders. Da sitzen all die schönen Toads und Coppers habe ich glaube ich auch dazwischen gesehen. Yoshis sieht man da auch im Rang sitzen. Da Scheigei auch mit am Start. Angemalt für ihr Team. Luigi mit den Charms betritt die Arena als erstes. Und sein Bruder Mario folgt ihm auf dem Fuße. Das wird jetzt heute ein spannendes Ding. Im Prinzip Donkey Kong gegen Rosalina, weil der Rest ist genau gleich. Nur von der Positionierung innerhalb des Teams anders. Da war schon der erste Schussversuch. Luigi liegt am Boden. Aber der Torhüter kann den Ball sichern. Mario weicht hier aus. Gibt den weiten Pass auf seinen Bruder. Aber Torhüter kann sichern. Und Toad holt den Ball jetzt für sein Team raus. Hier sehen wir wieder das typische Passspiel der Crowns. Hat manchmal bis jetzt funktioniert, aber auch noch nicht immer, wie wir gesehen haben. Ah, da kann Toad hier gestoppt werden. Von seinem Spiegelbild. Oh, schön gehalten hier mit dem Abpraller. Versucht Mario hier verzweifelt an den Ball ranzukommen. Gibt an Toad, Donkey Kong, Luigi, Donkey Kong, Toad, Mario, Toad, Luigi, Toad, Mario, Donkey Kong. Und da hat Luigi den Ball und geht vors Tor.
1 gegen 1 mit Torhüter, aber Torhüter kann das Ding saven. Jetzt hier Toad am Ball. Er muss jetzt erstmal versuchen, dass er den Powershot nicht reinkriegt. Aber der Powershot läuft ab. Mario jetzt hier am Ball. Luigi kann ihn sich noch holen, aber der Powershot wird nichts. Mario jetzt hier wieder Richtung gegnerisches Tor. Ganz kurz den Ball verloren. Holt Toad noch kurz auf den Boden der Tatsachen zurück. Und sich selbst den Ball dann. Und jetzt versucht das mit einem simplen Schuss, aber da ist der Torhüter im Weg. Direkt nochmal der Schussversuch mit Luigi diesmal. Aber das lässt der Torhüter nicht mit sich machen. Kann hier den Ball aus der Luft sichern. Und da der voll aufgeladene Schussversuch, aber kein Durchkommen bei dem Torhüter. Bis jetzt Powershot für die Charms jetzt. Und den brauchen sie gar nicht. Denn da kann das Tor von Mario gemacht werden. Ein trauriger Tag für die realen Spieler hier heute. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gehört hat, aber Xavier regt sich auf jeden Fall auf, dass er gegen ein punktloses Team hier gerade ein Tor kassiert hat. Und jetzt hier der versuchte schnelle Gegenangriff mit dem Kopfball. Ein Flugkopfball sogar war das. Aber auch da steht der Torhüter wieder im Weg. Der Powershot für die Charms läuft ab. Oh, der war knapp. Direkt gegen das Lattenkreuz. Heißt das, glaube ich. Jetzt hier wieder mit dem Passspiel versucht man auf die andere Seite zu kommen. Aber man kommt, man findet nicht richtig die Lücke. Jetzt hier mit der Flanke zum Donkey Kong, aber Rosalina kann sich den Ball schnappen und da kommt die Flanke rein. Der Nachschuss, der ist es. Das 2:0 für die Charms. Sie wollen auch ein Stück vom Kuchen und holen sich so damit die Chance auf die ersten Punkte für die Tabelle. Schnappi ist am Rande der Verzweiflung. Hat jetzt gerade aber die Chance, mit dem Powershot auszugleichen. Der Fuß schwillt an. Ja, knapp an den Fels vorbei. Sagt, der geht nicht rein. Wir werden sehen, was passiert. Ob der Torhüter ihn hält oder ob er ihn durchlässt. Der Ball brennt. Die Handschuhe schmelzen, aber er kann ihn holen. Und im Nachgang sogar noch festhalten für seine Mannschaft. Eine Minute noch. Theoretisch aber mehr als genug Zeit. Und da wenigstens ein Nachzügler. 2:1 für die Crowns. Mario freut sich. Holt hier für sein Team den Aufholtreffer. Haut vorher noch, wie man hier so schön sieht, Toad seine eigenen Spieler um. Mit dem Ball. Aber damit kriegt er den Torwart aus der Reserve, dass er dem Ball hinterher springt, der gar nicht ankommt. Und jetzt hier direkt wieder vorm gegnerischen Tor. Und da ist der Ausgleich. Unglaublich. Mit dem direkten Abschuss. Wir sehen wahrscheinlich auf der Wiederholung sogar noch den Abstoß. Sah nicht ganz. Direkt den Ball abgeluchst. Und da fliegt er unterm kleinen Finger vom Torhüter durch. Was? Aber es ist sein kleiner Finger. So. Und jetzt hier die Crowns mit dem Powershot. Mit der Powershot-Möglichkeit. Aber keine Items zum Verteidigen. Schwierig, den da an die Position zu bringen. Ah, aber er versucht es. Mario ist noch nicht auf dem Weg. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite daneben. Toad wird hier von seiner Family, von seinem Bruder in die Luft geworfen. Und jetzt ist die Frage, reicht die eine Seite mit gut, damit der Ball hier ins Tor geht? Der Ball brennt, er bringt wieder mal die Torwarthandschuhe. Aber er kann gehalten werden. Mit dem Nachschuss versucht er es jetzt gegen die Latte, gegen den Torhüter. Und da ist das Ding. Die Führung für die Crowns, 2:3. Da kennt er nichts. Luigi hier holt die Führung.
Da sieht man, Mario hat sich lang gemacht und damit dann aber den Weg für seinen Bruder bereitet. 10 Sekunden to go. Charms letzte Chance, sich hier doch noch irgendwie in die Tabelle hochzuholen. Und er versucht es. 2 Sekunden und der Torwart hat aber den Ball. Und das ist das Ding. 2:3. Ganz knapp am Ende nochmal an dem Ausgleich und dem Golden Goal vorbeigerauscht hier. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Mario freut sich. 2:3. Schnappi. Glaubt nicht, was er da gerade erlebt hat. Und kann ab jetzt wieder mit euch reden. Will er aber nicht. Noch nicht. Ganz nicht. Das ist surreal. Nach dem 0:2 habe ich gedacht, das war's. Bin ich auch nun ehrlich. Aber dass es dann wirklich doch noch so geht. Hätte ich nicht gedacht. Wichtig. Jetzt mal eine ernsthafte Frage. Gegen Ende ging dir dann doch die Pumpe, als er nochmal 5-mal gegen deinen Torhüter geflogen Nein, ist. Nein, gar nicht. Also. Also, eindeutig ist anders. Die sind ja auch relativ ausgeglichen, ne? Pässe natürlich. Durch dein Passspiel hintenrum immer. Aber sonst gibt man sich da nicht so viel. Gut, Ballbesitz ist ja mittlerweile auch bekannt. Tusch ist auch ein bisschen mehr, aber hätte in beide Richtungen gehen können. Was aber in die Richtung geht, ist Tabelle und Spieltag auswählen. Und das machen wir gleich. Jetzt. Gleich. Bis gleich nach der nächsten Werbepause. Mein RTL. Wir sollten das mit dem Pfeifen lassen, das tut weh. So, Ladies and Gentlemen, nach dieser kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder da. Mutet wunderbar, unser Fußballkorrespondent Schnappi wird jetzt einmal mit euch die RG-Geschehnisse des Tages durchgehen. Die R-Geschehnisse. Gut. Dann ja. Natürlich die Tabelle. Also, Spieltag 5 ist vorbei. Und wir haben folgende Ergebnisse. Charms gegen Crowns in einem Krimi 2:3. Zu Clones gegen Bolts, das Spiel der Unbesiegbaren. 5:7 für die Bolts. Die Bolts also als einziges Team ungeschlagen. Dazu später mehr. Die Comets, nicht die Cornets, die Comets gegen die Scramblers 6:4. Die Spikes gegen die Magicans 9:6. Und die Warriors gegen die Rockets auch in einem spannenden Spiel. Mit 3:5. Was bedeuten diese Ergebnisse für die Tabelle? Verändern tut sich nicht viel. Die Bolts übernehmen die Führung mit 15 Punkten, bleiben ungeschlagen. Dahinter 3 Teams mit 12 Punkten. Die Clones, die Rockets, die Comets, dann die Spikes mit 10, die Crowns mit 9. Also relativ nah von 6-2, alles möglich. Ja. Dann haben wir einen großen Abstand zu Warriors mit Otto mit 3 Punkten. Die Scramblers mit 1 Punkt auf 8. Und ausgeschieden aktuell punktlos die Charms und die Magicans. Aber, und das habe ich auch gerade zu Otto gesagt, die werden definitiv noch Punkte holen. Denn sowohl die Scramblers, als auch die Charms, als auch die Magicans haben alle drei, wo sie noch gegeneinander spielen müssen. Ja. Ob das aber schon in der nächsten Folge so ist und wie sich das Turnier weiterentwickeln wird, das seht ihr erst beim nächsten Mal. Und da wir diese Folge jetzt im Anschluss aufgenommen haben, ist das jetzt tatsächlich morgen von der letzten Folge. Also heute ist morgen von gestern. Ne? Also, aber so morgen könnte nicht morgen sein. Weil morgen bezogen auf der nächste Spieltag könnte auch etwas weiter in der Zukunft liegen, je nachdem, wie gut wir das hinbekommen, noch aufzunehmen. Genau. Also ihr habt ihr hattet am Dienstag eine Folge, ihr hattet am Mittwoch eine Folge. Das heute ist am Folge, die donnerstags kommt. Und ob dann freitags oder Wochenende, wir versuchen was rauszumachen, aber wir können es halt, wie gesagt, noch nicht garantieren. Warum hast du jetzt verwirrt? Weil ich mich nicht mehr gehört habe. Natürlich hörst du dich nicht selber. Achso, ja. Du hast dich hier drüber noch so halb gehört, meinst du? Richtig. Ah. So, das auf jeden Fall dazu. Mal gucken, wie es weitergeht. Otto wird wahrscheinlich derzeit noch in ein Trainingslager gehen. Und müssen halt mal aufholen hier. Ja. Mal gucken, aktuell, einfach kurz zum Verständnis, vielleicht wisst ihr es ja auch, schreibt doch mal die aktuellen möglichen Viertelfinals in die Kommentare rein. Ich weiß sie, Otto weiß sie und Frage ist, wisst ihr die auch? Das ist eure Aufgabe. Aber das sind doch quasi nur die hier, ne? Ja, das sehen die doch nicht, worauf ich zeige. Ach so, ja. Okay. Ja, deswegen, mal gucken, ob ihr es wisst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Otto hat das Abschlusswort. Natürlich, ist ja auch mein Video.
Richtig. So, ich sage wie immer, tschaußen ihr Basenausen, meine lieben 0815er und Otto Normalverbraucher. Gerne könnt ihr einen Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann geht Handball gucken und drückt zweimal den Daumen nach unten. Dann kommt der auch wirklich bei mir an. Versprochen. Wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr noch was dazu sagen wollt, dann haut es gerne in die Kommentare. Und das war es ja quasi schon, ne? Das, was Schnabbi gesagt hat, wenn ihr wisst, wer denn aktuell nach dem Punktestand, wie es jetzt steht, ins Viertelfinale kommt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und schreibt auch gerne auch mal in die Kommentare, wer eure Favoriten gerade sind. Ob es sogar einer von uns beiden ist oder ob ihr eher so Erfolgsfans seid und sagt, boah, nee, ich bin voll der Bolz-Ultra. Ich bin gespannt. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Und Schuss. Du.